Hey und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Xenoverse 2. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part den Super Saiyajin gelernt und wir sind jetzt auf jeden Fall ein richtig starker Krieger. Und ich glaube, hier hat mich gerade irgendjemand erkannt. Ich winke ihm einfach trotzdem mal zu. Vielleicht denkt er, das ist ja für ihn oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir jetzt nun weitermachen in der Story. Und ich muss gleich mal so ein kleines Manko an euch jetzt diesmal rausgeben, weil ich es ziemlich schade finde, dass manchmal immer irgendwie sich jeder beschwert, oder was heißt jeder, dass viele sich manchmal beschweren, dass ich nicht lesen könnte oder so, nur weil ich manchmal ein paar Patzer habe. Ich denke mir so die ganze Zeit, really nigga, wirklich wollt ihr mich echt verarschen, als ob ihr nicht beim Lesen auch mal manchmal solche Patzer habt, und selbst wenn nicht, wen juckt das, mein Gott, ganz ehrlich, also es ist lächerlich zum Teil, was ich mir da anhören muss, wirklich. Da kommen manchmal schon so Sachen, ob ich irgendwie der deutschen Sprache mächtig wäre und so ein Zeugs. Aber ganz ehrlich, ihr habt echt einen Arsch offen, wenn ihr denkt, ich kann nicht Deutsch oder so. Ich kann Deutsch, aber wenn ich mal einen Textpatzer habe, dann habe ich einen Patzer. Das ist menschlich und bitte akzeptiert das. Mein Gott, wirklich. Also, es gibt wichtigere Probleme im Leben, wie zum Beispiel eure Hausaufgaben. So, alter Kaioshin, du bist wirklich stärker geworden. Dein Training scheint sich auszuzahlen. Wie läuft das eigentlich mit dem Sammeln der ZP-Medaillen? Wow, du hast wirklich alles gegeben. Wunderbar. Für die werde ich eine gute Verwendung finden. Hohohoho, damit könnte ich mir das Buch besorgen, das ich im Auge habe. Das mit dem und dem und hehehe. Guck mich nicht so an. Ich kann die ausgeben, für was ich will. Okay, ich gebe sie zurück. Aber denk dran, du nimmst einen alten Mann seinen Spaß. Ich denke, wir zählen alle auf dich. Gut, das kannst du auch haben. Das ist aus meinem speziellen Vorrat, also verschwende es nicht. Ich muss wieder anfangen zu sparen. Wow, geil. Aus seinem speziellen Vorrat hat er 3 ZP-Medaillen gefunden. Ich habe, glaube ich, über 190 oder so. Kann man das irgendwo sehen? Was? 155 nur noch? Stimmt, ich habe mir ja 2 Ultis gekauft. Deswegen habe ich nur noch so wenig. Okay, das so wenig ist das gar nicht. Weil ich werde auch des Öfteren in Kommentaren gefragt, woher ich die ganzen ZP-Medaillen habe. Leute, guckt euch das Let's Play an. Dann wisst ihr es. So, jetzt sprechen wir nochmal. Mira und Towa, scheint, als wäre es mit der Ruhe auf absehbare Zeit vorbei. Allerdings bist du auch ein ernstzunehmender Gegner. Ich glaube, du wirst ihre Pläne zunichte machen. Klar, wir sind bereit. Machen wir los. Ja, du siehst inzwischen echt beeindruckend aus. Also bist du bereit, zur Zeitkammer zu gehen. Klar, natürlich. Trunks ist erholt. Die Schäden sind geheilt, aber ま、命に別状はないから安心せ。すまんが、次の歴史改変もお前さんになんとかしてもらわんといかんようじゃ。まだ歴史が完全に修正されていないのよ。次の魔人ブーは自制心を失った悪そのもの。これが最後の戦いになるはずじゃ。頑張れ。 Galaktischer Kampf. Reduziere Majin Buus Gesundheit um eine bestimmte Menge. Okay, das sah mit Goku gerade richtig gut aus. Aber hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Majin Buu doch nochmal eine Rolle spielen wird, nachdem ich jetzt gegen Broly und Janemba nochmal gekämpft habe. Ich hätte gedacht, das hätten wir jetzt vielleicht hier einfach rausgenommen. Aber nun gut, dann werden wir jetzt doch natürlich auch nochmal gegen Buu kämpfen. Ich muss mich auch gleich nochmal entschuldigen für meine Stimme. Ich hatte gestern den Halloween-Stream und naja, meine Stimme ist seitdem ein bisschen angekratzt. Vielleicht merkt man es, vielleicht auch nicht. Ich versuche auf jeden Fall trotzdem weiterhin so zu reden, wie ich es in den letzten Parts auch gemacht habe. Auf jeden Fall tut es mir gerade beim, naja, Schlucken weh. Das kann man jetzt so zweideutig verstehen. Aber ohne Witz, kennt ihr dieses Kratzen in dem Hals? Ich habe so ordentlich geschrien in diesem Stream, wirklich, dass mir der Hals richtig weh tut. Und immer wenn ich irgendwie schluck oder so oder was trinke oder so, merke ich das total, dass irgendwie mein Hals kratzt. Deswegen kann es gut möglich sein, dass manchmal ein bisschen meine Stimme etwas weg ist. Aber ich versuche, wie gesagt, das so zu machen, dass ihr das gar nicht merkt. So, jetzt aber natürlich wieder zurück zum Kampf mit Kid Buu. Ich muss ehrlich sagen, das ist einer meiner Lieblingspassagen in ganz Dragon Ball. Also in ganz Dragon Ball, jetzt sage ich es immer so. Natürlich, das mit Majin Vegeta ist absolut meine Lieblingsszene, wo er sich geopfert hat für seine Familie. Aber zu den Höhepunkten eines Abschlusses, eines Arcs,
muss ich ehrlich sagen, oder beziehungsweise eine Saga, die heißen ja Sagas, muss ich ehrlich sagen, dass das schon ziemlich episch war. Wir sind in der Kaioshin-Welt gegen Kibu gekämpft haben und Vegeta dann durch Satan und den Kaioshin zur Menschheit auch natürlich noch gesprochen hat und die Menschheit nicht mal gehört hat auf Vegeta. Das war schon krass zu sehen. Also es war schon geil. Und dann am Schluss noch diese Genki-Dama, oder wo Goku dann gesagt hat, dass er hofft, dass das als gutes Wesen wieder zurückkommt und so ein Zeugs. Das war schon geil. So, erstmal Super Saiyan jetzt. Boom, Alter. Leg dich nicht mit mir an. Oh, Vegeta's am Arsch. Das ist nicht gut. Aber dafür haben wir das Finale. Kam mir mehr. Cool, in die falsche Richtung. Er hat mir meine Ausdauer komplett gebrochen. Ich glaube, ich bin, ich muss jetzt aufpassen, wenn es sich portet, dass ich rechtzeitig zurückschlagen kann. Moment mal, ich habe aber keine Ausdauer, bin aber im Super Saiyan. Das funktioniert? Das funktioniert? Okay. Mir hat mir auch gesagt in den Kommentaren, dass ich jetzt im Super Saiyan-Modus Werner Combo X drücken kann und somit die Combo erweitern kann. Das ist auf jeden Fall mal interessant zu wissen. Es kostet mich auch nur einen Balken. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice, muss ich ehrlich sagen. Finde ich richtig gut. Werde ich auf jeden Fall vielleicht des Öfteren benutzen, muss ich ehrlich mal sagen. Scheiße, das war jetzt nicht gut. Wir haben ihn aber gleich, Ich habe fast keinen Key mehr. So, und jetzt bitte einmal besiegen. Achso, ne, jetzt kommt wahrscheinlich wieder so eine Redepassage. Ging das nicht ein bisschen zu einfach? Kid Buu ist doch eigentlich immer so in den Spielen so ein richtig starker Gegner gewesen. Ehrlich gesagt war das gerade gar nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt gleich nochmal was kommt. Vielleicht kommt der Buu gleich wieder, aber das sehen wir jetzt. これで一安心じゃな。早く帰ってこい。トランクスもさっき目を覚ましたところで。待ってください。俺は地獄で見たんです。ジャネンバの他にもう一人ミラの仲間がいました。どういうこと?奴らの狙いはこれまでの戦いで生まれたダメージエネルギーの回収なんです。今もその近くにダメージエネルギーを回収してる奴がいるはずです。 Entscheidungskampf und ein Gott. Oh Gottes Willen, ey. Wir müssen gegen Timebreaker Bardock kämpfen und wahrscheinlich auch noch gegen Beerus. Okay, Neo gegen Timebreaker. Das ist auf jeden Fall interessant. Maskierter Saiyajin wird er hier genannt. Bin mal gespannt, ob der jetzt ja auch gleich als Timebreaker dann enthüllt wird, weil ich kann es euch natürlich gleich sagen, wer das ist. Das wisst ihr auch selber. Wir müssen jetzt hier nicht einen dumm machen. Das ist Timebreaker Bardock. Und da würde mich jetzt mal interessieren, ob da gleich dann Zeitbrecher Bardock steht oder Timebreaker Bardock oder ob da weiterhin maskierter Saiyajin stehen wird. Also ich würde es mir schon wünschen, weil man weiß einfach, dass das hier der Timebreaker Bardock ist. Das wäre schon interessant, jetzt das mal gleich herauszufinden. Aber ganz ehrlich, ziemlich schade. Da haben sich auch schon ein paar deswegen beschwert, dass dieser schöne Timebreaker Bardock leider dieselbe Combo hat wie der ganz normale Bardock. Das ist ein bisschen schade, dass der ein bisschen anders spielt. Den hätte man auch vielleicht ein bisschen anders gestalten können. Aber dafür hat dieser Timebreaker Bardock eine ganz, ganz super tolle Erneuerung.
Die werde ich euch aber erst im Laufe des Let's Plays noch zeigen. Da werde ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Vielleicht kommt es auch hier nachher noch. Keine Ahnung, weiß ich natürlich nicht. Werden wir dann auf jeden Fall sehen. So, und jetzt finales Kamehameha. Hab ich ihn erwischt? Yep, hab ich. Sehr schön. Auch wenn es nur der Schluss war. Komm schon, Bardock. Na, verdammt, ich habe keine Ausdauer mehr. Nein. Hätte ihn so schön gerade besiegen können. Gott. Wie mir da einfach gnadenlos runterfällt. So. Lol, dass der auch diese blutige Soße einsetzen kann. So, da jetzt möchte Mira auch nochmal schön auf die Fresse. Das ist natürlich absolut kein Problem. Dem hauen wir natürlich auch schön auf die Fresse. Ja, dann wollte ich noch was kurz anderes ansprechen. Und zwar schreiben immer so viele, ja, mach doch nur Story. Es ist so, Freunde. Ich werde alles in diesem Projekt machen. Ich werde, okay, das Einzige, was wahrscheinlich nicht alles zeigen werde im Projekt, sind die Meister. Weil es einfach auf Dauer langweilig sein wird. Was ich aber alles zeigen werde, sind alle, diese fünf Eier, die da mir schon mehrmals in den Kommentaren geschrieben wurden, diese Zeiteier. Dann werde ich die Story komplett machen, ich werde alle PQs machen. Also ich werde schon wirklich alles machen, Freunde. Aber wie gesagt, ihr müsst mir halt auch die Zeit lassen. Ich kann nicht am Tag irgendwie 3-4 Videos raushauen. Das ist einfach too much für mich. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, geduldet euch ein bisschen. Wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt, dann gönnt euch das einfach weiterhin. Und meckert nicht immer rum, dass nur 2 Videos kommen. Und dass das immer so ein bisschen abgemischt ist mit PQs und Story. Weil nur Story möchte ich auch nicht machen. Ich möchte auch ein bisschen andere Sachen nebenbei machen. Sodass ich einfach von allem irgendwie etwas zeigen kann. Aber bitte versteht das einfach mal. Wäre mir echt lieb. Weil das auf Dauer in den Kommentaren echt belastend ist, das andauernd zu lesen. Aber wie gesagt, ist ja auch nur meine Meinung. So, machen wir aber mal weiter. まずいぞ。全部吹っ飛ばされる。ちょっと待った。時の怪物様。今から奥の手を転送するわ。ビルス様にそれを渡して。 これはプリンじゃないか。しかもこんなにたくさん。暴れるのをやめてくれたら、そのプリンを全部あげますよ。どうですか？まあいいだろう。よし、みんな喧嘩は終わり。プリンタイムだ。なあ、オラにも一個くれねえか。腹減っちまって。 いらん。興ざめだな。決着はまた今度。私にもいただけますか？足りなかったらまた転送しますよ。たくさん作りましたから。ちょっと待ってくださいね。このプリンはどなたが作ったんです？私ですけど。マジ！ Alter Falter, ist das lustig. Das Pudding-Problem. Bills Zorn. Ich glaube, ich spinne, ey. Wie lustig ist das denn gestaltet? Also das Ganze wurde schon letztes Mal, Battle of Gods wurde schon in Teil 1 so ein bisschen angeführt. Aber da wurde das halt ziemlich viel vom Film übernommen. Hier ist ja komplett anders. Das ist ja lustig gemacht. Dass der Kaioshin in der Zeit Puddings macht und den dann auch noch so schlecht gestaltet hat, dass er wirklich zum Kotzen wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich hat die so Zucker und Salz vertauscht oder so. Keine Ahnung, irgendwas hat die auf jeden Fall da reingetan, was da nicht reingehört. Oder sie hat von irgendwas zu viel reingetan, was nicht so viel reingehört. Das ist auf jeden Fall ziemlich funny gestaltet hier, muss ich ehrlich sagen. So, gehen wir mal in den Super Saiyan 2. Da waren wir noch gar nicht drinnen. Sieht auf jeden Fall auch mal interessant aus, mal in den Super Saiyan 2 so zu sehen bei meinem Charakter. Wir waren ja bis jetzt nur im Dreier drinnen. Woo!
Und weg mit dir, Lord Biros. Ich muss immer noch dieses ganze System üben mit dem Stamina Break. Da bin ich immer noch dabei. Es ist aber immer noch nicht so einfach. Gerade habe ich es zum Beispiel eingesetzt, aber ich habe es einfach nicht getroffen, warum auch immer. Und jetzt hat er meine Ausdauer gebrochen. Ich glaube, ich bin. Nee, Key setze ich erst gar nicht ein, weil er mich brechen wird wieder. So. Nein. Biros. Also ich habe schon gesehen, der spielt sich auf jeden Fall anders, so ein bisschen von den Moves her. Das sieht auf jeden Fall ziemlich cool wieder aus. Macht so ein bisschen ich sag einfach mal Capoeira-Style. Sieht auf jeden Fall ziemlich geil bei dem aus. Und zack. Und zack. Und weil es so schön war, finales KMMR. Ja, Mann, getroffen, sehr schön. Oh. Ja, egal, er hat keine Ausdauer mehr, aber ich lade trotzdem meinen Ki auf. Moment mal, vielleicht treffe ich ihn, ja. Nein, ich habe zu wenig Ki! Ach, schade! Hätte ich nur noch ein bisschen aufgeladen, dann hätte ich genug gehabt und hätte vielleicht noch mal finales KMMR reinkriegen können. Belastend! Belastend! Und weiter geht's. Scheiße. Shit in the mall. Ich glaube, ich muss mal so eine Kapsel nutzen. Ich habe es auch schon, in einer der letzten Parts gesagt, ich muss mir echt neue Kapseln holen. Und zwar bessere, die ein bisschen mehr heilen. Weil ich habe auch fast gar keine mehr. Ich habe mir am Anfang des Let's Plays welche gekauft, die haben bis jetzt eigentlich ganz gut ausgehalten. Aber jetzt wird es langsam richtig knapp, weil ich fast gar keine mehr habe. So. Und jetzt nochmal. Finales KMMR. Er ist drinne. Das hat ihn aber nicht gejuckt. Du Lacker. Du Lacker. Du bist einfach nichts an Leben verloren hat. Kann man sich ja mal gönnen. Nein. Greif mich an, greif mich an. Er hat mich angegriffen, aber so. Er hat es perfekt getimed, ey. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Lobbyros. So, dann nochmal. Dann machen wir jetzt das hier. Sage mal, ey. Jetzt. Bro, der timet das perfekt. Ich verliere. Alter, ich verliere. Oh mein Gott, meine Leben. Einschlagen, ich bin tot. Nein, hör auf. Nicht angreifen. Du Pisser. Alter, du Pisser. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. So, auf jeden Fall wieder ein knappes Ding hier. Aber ich habe nur einen Versuch gebraucht und jetzt haben wir ihn. Sehr schön. Lass mich doch nicht verarschen von dem. Haha, Lord Biros. Bin doch nicht doof. Mein junger Padawan. Nein, ich bin dein junger Padawan. Du bist mein Gott. Lord Biros.落ち着かれたようですね、ビル。こっちも、やっと腹の痛みが、マシに。すみません、ビルス様。お詫びに今度、お弁当でも。やめろ。僕を殺す気か。君の料理はもうコリゴリだよ。なんだか疲れちゃったな。帰るか、ウィス。はい。 よかった。地球もなんとか破壊されずに済んだみたいだ。そっちの事情はよく知んねえけど、助かったぞ。お疲れ様でした。今回は特にヒヤヒヤしましたよ。まさかビルス様が出てくるなんて、ほんと危機一髪だったわね。誰かさんのせいでの。 何よ、私のプリンがなかったらもっと大変だったかもしれないわよ。しかし結局ミラも仮面のサイヤ人も逃がしてしまいましたね。そうね。奴らの手口は分かったんじゃ。もう同じ手は食わんぞ。さて向こうは次にどう出てくるか。 Tja, was genau Mira und Tova jetzt noch vorhaben, das werden wir erst in den nächsten Part sehen. Wir werden jetzt aber nochmal kurz was anderes machen, weil er mir was in den Kommentaren geschrieben hat, was sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es um Krillin. Ich habe ja Krillin als Meister. Ihr habt ja gemeint, ich kann auch andere Leute als Meister nehmen, wie zum Beispiel Piccolo, ohne Krillin als Meister zu verlieren. Das ist auf jeden Fall ziemlich hilfreich gewesen. Wie gesagt, Tipps und Tricks immer bitte ganz gerne in die Kommentare. Ich lese das immer ganz gut durch. Und wenn ihr vielleicht so einen guten Tipp lest, den ich vielleicht noch irgendwie mit einbauen soll oder so, dann like diesen Kommentar hoch, damit ich das auf jeden Fall sehe. Weil, wie gesagt, wenn jemand einen guten Tipp reinschreibt, immer schön hochliken, weil derjenige hat sich das dann auf jeden Fall verdient. Wir müssen jetzt aber erstmal zu diesem Roboter, weil ich wundere mich ja schon seit sehr vielen Parts, warum meine Daten, also warum diese Anzeige bei Krillin nicht steigt. Und zwar ist das dafür, weil ich irgendwie den Fortschrittsrang erhöhen muss,
Und das geht hier bei diesem Roboter. Und das machen wir jetzt mal. Piep, piep, du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablegen. Wenn du einen Test bestehst, erhöht sich dein Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Ausbildern. Ja, machen wir doch mal. Wir müssen jetzt Yamcha, Tenshinhan, Krillin und Piccolo besiegen. Und dann bekommen wir auch hier zum Beispiel Energieladung, weil das auch viele immer suchen in den Kommentaren. Das machen wir jetzt noch. Und dann sind wir schon einen Rang höher. Fortschrittstest, Anfänger, bestehe die Prüfung. Ah, gut, dass ich wenigstens nur einzeln gegen die kämpfen muss. Weil ich habe mir gerade schon gedacht, verdammt, das wäre aber jetzt auch richtig heftig, wenn ich gegen alle vier gleichzeitig kämpfen muss. Wäre ein bisschen übertrieben gewesen. Aber nun gut, so ist es natürlich nicht. So, Herr Yamcha, wie sieht's nun aus? Haben Sie irgendwie Pläne für Ihre Zukunft? Oder wollen Sie wie ein Wolf leben? Schreiben Sie es mir gerne in die Kommentare. Die sind auf jeden Fall schon mal tot. So, dann mal Kieladen. Und da haben wir schon unseren Dreiauge. Jetzt würde ich mal ganz gerne einfach nur mal so random Frage an euch. Glaubt ihr, als was würdet ihr Tenshinhan bezeichnen? Würdet ihr ihn als Menschen bezeichnen? Oder würdet ihr Tenshinhan als eine andere Rasse bezeichnen? Ich glaube, das ist gar nicht bekannt. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich muss ehrlich sagen, ich sehe ihn jetzt auch nicht wirklich als Mensch, weil... Keine Ahnung, ey, so ein Typ, der sich irgendwelche Arme wachsen lassen kann, wie so ein Machomai und drei Augen hat, das ist ja nicht wirklich menschlich. Deswegen, ich denke schon, dass er irgendwie eine andere Rasse ist. Vielleicht stammt aus dem Reagenzgläschen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber das dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt, ob Tenshinhan wirklich ein Mensch ist oder ob er vielleicht doch irgendwie eine Art Alien ist oder sonst was oder so, keine Ahnung. Kann ja auch gut möglich sein, dass er wirklich im Reagenzgläschen vom Herrn der Kraniche zusammengemixt wurde. Und Chao Zhu wurde dann halt so, naja, vom McDonalds-Clown so, ihr wisst, beeinflusst. Einfach, ich glaube, hier voll die Käse gerade. Ja, aber mal ehrlich, jetzt, das ist mir kein Schaden, das meine ich jetzt wirklich ernst. Schreibt mir das auf jeden Fall rein. So, die Prüfung ist ja total easy. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen, diese Scheiße mal anzuklicken, ey? Das hätte mir schon so viele Parts... ich hätte das schon in so vielen Parts erledigen können, ey. Aber egal. Durch euch habe ich das jetzt wenigstens herausgefunden. So, umgekehrt... umgekehrtes Mabo Kusenko. Mach mal. Umgekehrtes Mabo Kusenko. Hab ihn. Schluck deine eigene Pille, du Penner. Weil es so schön war, machen wir das direkt nochmal. Greif mich an, komm Piccolo. Ich will, dass du deine eigene Medizin schluckst. Komm schon, Piccolo. Mach nicht so auf Hurensohn. So 31er, jetzt mach doch mal. Bruh. Ja, jetzt machst du was, hä? Weißt du was? Ich habe noch eine andere Technik für dich. Die nennt sich Final Finales KMM, ja. Rest das im Spinatschädel, Alter. Bruh. Denke ich mir nur so. Bruh. Das sieht mein Saiyajin geil aus. So, Energieladung haben wir auch bekommen. Sehr toll. Gut gemacht, du hast den Test bestanden. Du kannst jetzt Unterricht bei neuen Ausbildern nehmen. Du sollst die neuen Ausbilder begrüßen und die neuen verfügbaren Lektionen nutzen. Sehr toll, dann werden wir das auf jeden Fall im nächsten Part hier mit Krillin anstreben. Der müsste jetzt gleich hier irgendwo wieder droppen. Krillin? Sensei Krillin? Okay, komisch. Egal, eure Meinung, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Wir machen dann auf jeden Fall im nächsten Part weiter. Würde mich freuen, wenn ihr da auch natürlich wieder einschalten würdet. Und... ja, Freunde, viel ist, glaube ich, nicht mehr in der Story verfügbar, aber das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Und ich hasse diesen Tauberbeistab, den kann man kaum steuern, das ist einfach nur eklig. Oh, da haben wir so einen Gordon, wie der jetzt. Hallihallo. Na, Ehekrise, ihr Hurensöhne? Okay, das war's auf jeden Fall von dem Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Gebt dem Ganzen natürlich auch noch einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Ich knall hier voll gegen das Schild und so. Bis dahin, haut rein. Tödele. Du hast das Potenzial, tritt mit in die Ninja Crew. Hier sind Leute dabei, wir sind genau wie du. Haben Träume, die erfüllt werden müssen. Super Saiyajin, Blue Kaioken, wer sie schützen? Denn Son Goku ist auf unserer Seite und auch Vegeta unterstützt die Ninja Crew. Hebt die Hände, jeder von euch Ninjas muss uns helfen für die Genki-Dama.